lief enttäuschend, die Hinrunde. Nicht so wie geplant, würde ich sagen. Realistisch einschätzen würde ich das Spiel mit einem 6-2. Wir hoffen, gut auszusehen. Ja? Ich glaube, bei denen hängt es ab davon, wie sie anreisen, mit wie vielen Ausländern. Wenn wir Glück haben, mit so einer Leistung wie letztes Mal vielleicht ein 3-5 hinzubekommen. Okay, welche Spiele gehen dabei verloren? Ja, das ist... Wir wollen uns hier nicht abschlachten lassen, also das nicht. Doppel, halt Basti und Sven. Namen haben wir ja, sag mal, mit Lisa und Anne, ist ja logisch. So spielen wir ja seit Jahren, Lisa Einzel, Anne Mix. Also wir hatten heute einen guten Tag im Doppel und die Gegner waren jetzt auch nicht so stark wie in der Hinrunde, auf der Rückrunde jetzt. Und ja, es lief halt einfach gut, wir haben die Bälle gut getroffen und demzufolge war das Ergebnis oder ist das Ergebnis klar. Ja, unsere erste Dame, Emily Westwood und auch Sam Dobson spielen leider, für uns jetzt leider, die Scottish International. Ja, das erste Mal mit Jan in der Saison spielen. Klappt einfach immer. Wir kommen aus einer Schule, man merkt einfach, wir haben fast denselben Spielstil. Passt einfach von Anfang an. Ja, ich habe einfach versucht, mein Ding grundsätzlich zu spielen. Zum Anfang hat man ja wieder gesehen, dass ich etwas gebraucht habe, um reinzukommen, wie eigentlich bei jedem Spiel. Aber ich meine, ich kannte sie ja aus dem ersten Spiel und da lief es auch schon gut. Und ich bin total gut drauf. Wie sie da kennt. Es ist einfach so, dass ich nicht gegen Leute spielen kann, die viel rennen. Zum Beispiel. Und die wehren sich halt dann ganz gerne. Die kriegen auch ganz gerne mal meine Bälle und kontern mich aus. Das mag ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Jetzt zum Schluss eben gerade die letzten 6-7 Punkte, da halte ich mich ganz gut. War dann okay. Ja, einfach nur überrannt. Also Gina war schon groß, würde ich sagen. Das engste Spiel war das zweite Einzel und es ist schwierig, daraus halt irgendwas zu ziehen für die nächsten Spiele, weil die Gegner werden halt einfach nur stärker. Die starken Gegner kommen alle noch. Wie aus jedem kommenden Spiel. Und ein bisschen Glück, dass die anderen Punkte lassen. Weil letztendlich, wir können ja aus einer Kraft nicht mehr aufsteigen, wenn wir ehrlich sind. Ich gebe natürlich alles. Ich weiß, dass die Mannschaft auch alles dafür gibt. Und natürlich hoffe ich mal, dass es dann klappt. Und mit ein bisschen Glück natürlich auch, aber ich denke mal, das packen wir. Alles gewinnt. Ende. Ist perfekt. So. Dann danke ich dir. Ich habe zu danken.